Familie Reiter aus Kitzbühel hat sich den Traum vom neuen Milchviehstall erfüllt. In einer idyllischen Aussichtslage mit außergewöhnlichem Tierkomfort und einem sehr hohen Grad an Automatisierung, damit die tägliche Stallarbeit nicht mehr den Lebensrhythmus bestimmt. Die Kühe werden automatisch gemolken und gefüttert. Zwei weitere Roboter kümmern sich um das Einstreuen der Liegebereiche und das Reinigen der Laufflächen. Wir haben für euch den neuen Stall mit der Kamera besucht und mit dem Landwirt über seine ersten Erfahrungen gesprochen. Ja, grüß dich. Wir sind da beim Pfeifferbauer in Kitzbühel. Wir sind da auf 980 Meter Seehöhe. Wir bewirtschaften einen Milchviehbetrieb mit Nachzucht und Almwirtschaft, Weidegang. Wir haben um die 40 Milchkühe momentan. Ja, wir sind jetzt seit einigen Jahren schon bei beim Stallschau. Wir haben jetzt viele Betriebe angeschaut. Wir haben oben im alten Stall noch einen Anwendestall. Die Jungviecher waren in einem Laufstall. Da war eigentlich immer das Ziel, möglichst viel Tierwohl zu erreichen. Wir haben uns eben verschiedenste Sachen angeschaut. Wir haben uns da viel beraten lassen. Auch. Ich wollte zwei Gruppen bei den Kühen, zwei melkende Gruppen, damit ich die extra fordern kann. Durch das sind wir eigentlich auf den Vorderroboter gekommen, weil mehrere Gruppen geht eigentlich mit dem Traktor mit Mischer, das tut fast keiner, dass man da viel mischt. Durch das sind wir eigentlich auf den Roboter gekommen. Und das ist eigentlich das Optimale. Da kann man jede Gruppe vorderst extra. Man kann jede Gruppe zeitlich unabhängig fordern, rationsunabhängig. Das ist komplett individuell zu gestalten. Ja, wir haben da den Aramis 2. Für den habe ich mich grundsätzlich entschieden, weil er mit Strom betrieben ist. Da ist man schon mal flexibel. Wenn man PV auf dem Dach hat, ist man sehr unabhängig. Kann man da schon mal was sparen. Man hat keinen Dieselgeruch oder keinen Schadstoffgeruch im Stall herin durch den Traktor. Er hat die liegenden Schnecken, was ein Alleinstellungsmerkmal ist von den Roboter. Er mischt durch das schnell, schön und wunderbar durchmischt, eben besonders bei großbetonten Mischungen. Sie können nichts selektieren. Das ist eigentlich ganz die optimale Mischung von meiner Sicht aus. Also die Fütterung läuft so an, ich befülle die Vorratsbehälter. Wir haben drei Vorratsbehälter für Silo und Heu, einen Vorratsbehälter für Mais. Nachher habe ich noch zwei kleine Vorratsbehälter für Mineralstoff, zweimal für Kraftfutter und einmal noch Wasserzugabe. Das ist so, wir haben alles Rundballen. Heu, Silo, Mais sind alles in Rundballen. Der zwickt man hinten in die Vorratsbehälter Eiche. Da haben drei Ballen circa Platz, wenn man es ganz voll macht. Dann hat man einen Vorrat für ein paar Tage. Heu genau das gleiche. Beim Mais haben wir ungefähr zwei Ballen Platz. Das ist die Entnahme von unten. Das ist auch eigentlich wichtig, weil es ist der Ballen eigentlich warm wärst. Da haben wir da so das Problem nicht. Es ist egal, wann jetzt die Vorderkoche früh, ob das auf 10 Uhr auf die Nacht ist oder um 5 Uhr in der Früh, wie es sich zeitlich am besten ausgeht. Da ist man sehr flexibel durch das. Durch das sind wir eigentlich auch auf das System gekommen. Wir haben jetzt, momentan habe ich eingestellt 5 verschiedene Rationen. Er fordert am Tag 4-mal die Kühe plus 4-mal die frisch abgekalbten und 4-mal die, was schon über 100 Tage laktieren, 2-mal die Trockensteher. Zweimal die Kalbinnen und zweimal die Jungviecher. Ja, wir sind jetzt seit einem Monat ungefähr in einem neuen Stall. Die Viecher haben es eigentlich sofort gern angenommen. Sie sind das zuerst nicht gewählt gewesen, eine Ration. Aber jetzt, die sind bei der Tierreicher, haben das sofort gern gefressen. Also die Futteraufnahme ist einmal massiv gestiegen, was ja gut ist. Die Milchleistung ist noch, ja, das dauert noch, zu denen sind wir zu wenig lang im Stall. Aber das Ziel war schon, das zu erhöhen. Weiters haben wir noch das Eistrahl automatisiert, da haben wir einen Astor. Der strahlt jede Box alles einzeln ein. Da kann man einzeln eingeben, wenn man jetzt eine Sonderfahrt will oder wenn er irgendwo einen Punktabwurf machen will. So wie da zum Beispiel bei der Gruppe von den Abkäuber, kann ich einfach einen Computer geben, wenn ich da rein habe, macht eine Extrafahrt, schmeißt man da einen Haufen hin. Man hat nirgends einen Strohballen liegen, man hat allweil die Menge Stroh, was man braucht vor Ort. Hat keinen Saustall, nichts. Es ist wunderbar verteilt.
Er ist total ungebunden von alles, weil es muss keiner da sein, es muss keiner die Gatten aufdauen, weil siehst, muss man durch die verschiedenen Gruppen, die ich da habe, muss man mit dem Traktor oder mit irgendwas anders durchfahren, dann muss einer über die Gatten aufdauen und zudauen. So kann der total ungebunden überall und umfahren, kann seine Gruppen einstrahlen. Die Menge ist schön zum Einteilen, das ist relativ einfach gemacht. Auch jetzt für einen, was technisch nicht unbedingt so erfahren ist, ist alles leicht aufgebaut. Das ganze Headwind-System ist sehr leicht aufgebaut, intuitiv und verstellbar. Es ist alles mit dem Handy, man kann alles mit dem Handy überwachen. Es geht mit dem Computer, man hat viele Möglichkeiten, dass man da dazukommt und einen Eingriff machen kann, wenn was wäre. Bei den Kälber drüben, die sind komplett abgetrennt in einen eigenen Stall. Eigenes Licht, alles extra. Da haben wir zwei Türen, was der Astor aufmacht. Da fährt er durch, strahlt bei den Kälber ein, dann ist nur einmal eine Einstreubox, wo er Stroh einschmeißt, wo man die Einzelboxen einstrahlen kann. Durch das haben wir keine extra keinen Ball noch rumliegen. Da ist Stroh schön locker in der Box drin. Man kann es wunderbar mit der Gabel nehmen und in die Boxen einstellen. Ja, der Astor läuft genauso mit Strom, hat auch Akkus drauf, durch das braucht er keine Schiene und nichts mit haben. Er wird befüllt von einem Vorratsbehälter, da kommen zwei Strohballen rein. Die tun wir einmal die Woche, circa braucht man da zwei Strohballen. Wichtig ist, dass man ein kurz geschnittenes Stroh hat und den Rest löst er noch schön auf. Dann wirst du durch ein Förderband eingefüllt in den Astor und dann geht es schon los durch den ganzen Stall. Wir haben da einen Merlin-Roboter von Firma Helo. Der ist eigentlich auch eine Besonderheit. Er hat aus ziemlich einziger Roboter zwei Eingänge und zwei Ausgänge, was jetzt für mich da optimal ist durch die zwei Gruppen. Da brauche ich durch das keine extra Gatter noch nichts. Er öffnet die Luke, wo die Kuh wart, möchte und entlässt es wieder in die Gruppen, wo es herkommen ist. Das automatische Möchen bringt eigentlich am meisten Flexibilität. Man geht nur nachschauen, man muss alles kontrollieren, aber man braucht jetzt nicht mehr fixe Möchzeiten. Man hat da eigentlich alle Freiheiten, so, was man haben muss, wenn man jetzt einmal länger silierst. Ob es jetzt 6 auf die Nacht oder 8 auf die Nacht war, ist das komplett egal. Man geht dann nachher noch in den Stall, kontrollierst alles, schaut alles und passt. Der Roboter ist auch fürs Tierwohl sehr gut. Die Kuh möchte gehen, wann sie will. So oft wie es will, die Kuh geht öfter, die andere nicht so oft. Durch das sind sie eigentlich total stressfrei, die Kühe. Sie bewegen sich den ganzen Tag, allweil es fressen da, es liegen da. Sie haben da die totale Freiheit eigentlich. Nachher haben wir noch einen weiteren Roboter, das ist der Mistroboter. Für den haben wir uns eigentlich zuerst lange überlegt, machen wir es nicht. Da haben wir viele Sachen angeschaut. Ich wollte überhaupt keinen Spalten mehr. Mir hat das nicht gut gefallen. Es ist mit der Zeit weißt du, rutschig, dann muss man ein Gummi drauf. Auch von den Emissionen her hat mir das nicht gut gefallen. Natürlich muss man das beim Bauen schon berücksichtigen, weil man baut ja komplett anders. Es ist alles eine planbefestigte Fläche. Ist zum Bauen so wieder einfacher, auch günstiger. Von dem her sind das eigentlich einige Pluspunkte momentan bei den Baukosten sowieso, wo man was einsparen kann. Die Besonderheit von dem Mistroboter ist, dass er eigentlich relativ viel Fassungsvermögen hat, große Kapazität, große Aufnahmebreite. Durch meine großen Gänge nimmt er es schön auf. Er hat eine Schnecke, was das, den Mist aufnimmt. Er nimmt das sehr sauber auf, auch mit dem Stroh mit. Das läuft eigentlich wunderbar. Ich habe da relativ viel Fläche mit dem Auslauf und mit alles außen, da muss er relativ viel fahren. Durch das braucht es eigentlich einen großen, wo ich beim Mitbewerber hätte ich da zwei gebraucht. So geht es mit einem. Das war eigentlich das Hauptausschlaggebende für den Headwind, dass wir mit denen das gemacht haben, weil der gefällt mir von dem her am besten. Da ist im Dreck drin keine Technik, nur die Schnecke, die ist aus Niro. Da kann eigentlich nicht viel sein. Der Rest ist sehr einfach aufgebaut, wartungsfreundlich und lädt sich schnell. Das wird schon gesehen. Und das eigentlich macht es sehr sauber. Nach der fertigen Route fährt er wieder zur Abwurfstation, wirft seinen Mist an, reinigt die Schnecke von, tankt wieder, wenn benötigt, Wasser auf, weil er kann mit oder ohne Wasser fahren, je nachdem, wie man es braucht.
Wenn man einen trockenen Mist hat, fährst du mit Wasser. Oder im Auslauf, wo mehr Sonneneinstrahlung ist, fährst du auch mit Wasser. Siehst du, fährst du ohne Wasser. Das kann man einstellen, jede Route, wie man will. Dann fährst du zu der Abwurfbox, schmeißt die so, lädt sie wieder auf und startet die nächste Runde. Ein Avenger kann man steuern über den Computer, über das Handy und über das Tablet. Das ist alles dabei im Komplettpaket. Da hat man alles dabei. Wenn man im Steuer unterwegs ist, nimmt man das Handy her, wie man halt will, oder nimmt man das Tablet mit. Wenn man im Büro sitzt, nimmt man den Computer her, kann man die einzelnen Einstellungen machen, welche Routen, wann er fahren sollte, ob er Pause machen sollte, wann er Wasser sprühen sollte. Kann man eigentlich alles von den drei Sachen aus alles steuern. Man kann auch manuell, wenn jetzt irgendwo einmal eine Störung oder was war, kann man hingehen, kann manuell fertig fahren, manuell in den Abwurfschacht fahren, nachher fährt er automatisch wieder in die Ladeposition, lädt sie wieder und startet die nächste Runde. Bei möglichen Störungen oder sonstiges ist eine Fernwartung möglich. Da hat die Firma Hetwin sofort Zugriff. Die können schauen auf meine Stallkameras, können auf den Computer schauen, wenn irgendwelche Kleinigkeiten waren. Muss nicht gleich Techniker kommen, es läuft eigentlich alles über Fernwartung. Und da möchte ich auch noch sagen, die sind sehr bemüht auch miteinander. Und man spürt, dass da einfach Praktiker beim Zeug sind. Der Sepp ist selber Bauer, der kennt sich da aus. Man kann wegen einer Kleinigkeit auch fragen. Sehr engagiert alle. Also ich bin da sehr zufrieden mit der Firma Hetwin. Noch eine kleine Besonderheit haben wir vielleicht da, das ist der lange Antritt bei dir hier. Da ist der Antritt ist 10 cm hoch, 1,60 m tief. Durch das kann die Kuh fressen, ungestört vom Mistroboter. Es sind dazwischen überall Trennbügel, durch das können sie die Kühe eigentlich nicht gegenseitig wegjagen. Sie haben es sehr ruhiger so. Hinten fährst der Mistroboter vorbei. Das ist eigentlich für mich eine sehr wichtige Sache. Ohne das war es nicht optimal. Meine Viecher haben überhaupt keinen Roboter nicht kennen. Wir haben von dem her gar nichts gehabt. Die Kühe sind mit Rohrmilchanlage gemacht worden. Da, wo nur die Entmistung was gekannt haben. Aber sie sind das sofort gewählt gewesen eigentlich. Auch den Ast da mit Einstrahl, wo so weit und umfährst. Mittlerweile sind sie ja schon so weit, dass sie sich zubelegt unter Stroh berisseln lassen, weil es also gut gefällt. Nein, also das von den Robotern, das kennen sofort. Sie sind ja gescheit. Und wenn der Aramis fährst, das dauert keine 2 Minuten, dann sind sie am Vordertisch und fressen. Jetzt sind wir einen Monat im neuen Stall. Die ersten Eindrücke sind, die ist eigentlich, die Kühe sind sehr ruhig. Wir haben eine leichtere Arbeit, weniger körperliche Anstrengung, weniger Stress. Es ist nicht so zeitgebunden alles zusammen. Es ist alles flexibler. Man geht in den Stall, wenn man Zeit hat. Aber man muss natürlich genauer so Viecher beobachten und schauen. Das sind Sachen, die sind natürlich alle noch wichtig, trotz Roboter. Also meiner Meinung nach ist das heutzutage zeitgemäß, dass man sich das riecht, wie es praktisch ist für einen. Man will auch nicht dabei nur mehr arbeiten, weil gesellschaftlich arbeitet der Bauer eh schon nicht am wenigsten. Von dem her sollte man sich ein bisschen schwieriger machen. Es sollte das Tierwohl im Vordergrund stehen, es sollte für die Viecher und für den Mensch einfach das Optimale sein. Durch das sind wir auf das gekommen. Ich hoffe, dass es auch in Zukunft so weitergeht und wir noch ein paar Bauern haben wir auch in Zukunft. Und dass wir da auch in Zukunft noch Milch brauchen für die Bauern. Und auf das hoffe ich schon, weil das ist ja eigentlich eine langfristige Investition sowas. Da sollte man eigentlich schon schauen, dass das passt. Und jeden, der einen neuen Stall bauen möchte, würde ich raten, er sollte sich einfach so gut wie möglich informieren und gut überlegen, weil es ist viel Geld für lange Zeit und dann sollte man was Gescheites daraus machen.